Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch die letzten Schuldigen vor unseren Richtern stehen. Die Vernichtung des Faschismus mit all seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt, des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir all denen schuldig, die ihr Leben lassen mussten. Zum Zeichen eurer Bereitschaft. Für diesen Kampf erhebt die Faust zum Schwur und sprecht mir nach. Wir schwören. Guten Tag zusammen. Schön, dass schon so viele da sind. Mein Name ist Carsten Peters. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der VVN begrüßen. Wir improvisieren heute ein bisschen, weil unser Kollege Detlef Lorbeer, der das hier vor allem organisiert hat, kurzfristig erkrankt ist, aber auch das kriegen wir hin. Wie gesagt, schön, dass schon so viele da sind. Wir treffen uns heute hier zu unserer traditionellen Gedenkveranstaltung am 8. Mai zur Befreiung vom Faschismus am Zwinger, auch einem historisch wichtigen Gebäude. Der Zwinger war seit 1944 eine Hinrichtungsstätte. Hier wurden Kriegsgefangene ermordet von den Nazis. Dafür gibt es hier unter anderem auch diesen Gedenkstein. Und wir machen etwa 20 Jahre diese Gedenkveranstaltung hier. Wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid und zu dieser wichtigen Veranstaltung kommt. Wir haben hier einige Redebeiträge und wir haben auch eine musikalische Begleitung. Das ist Niki, die ihr vorhin schon kurz intoniert hat. Gut, und wir kommen dann auch gleich schon zu unserem ersten Redebeitrag. Schuresch, du hast das Wort. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich wusste nicht, dass ich jetzt den ersten Redebeitrag machen muss, aber ich bin Schuresch und ich bin dankbar, dass ich hier heute reden darf bei so einem wichtigen Tag. Man kennt mich eigentlich mehr von der Frau Leben Freiheit Bewegung hier in Münster, an der Stubengasse. Letztes Jahr war ich aber auch hier und ich bin froh, dass doch so viele wieder da sind. Der 8. Mai steht als Tag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus in der Geschichte. Er markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa im Jahr 1945. Ich denke, der heutige Gedenk- und Protesttag ist von großer Bedeutung. Erinnern heißt handeln, habe ich heute auf eurer Seite gelesen. Angesichts der fortgesetzten Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg ist es wichtig, aktiv zu sein für eine Welt ohne Krieg, Zerstörung, Flucht und erzwungene Migration von Menschen und dafür zu kämpfen, dass das ein Ende hat. Wir gedenken heute an die Opfer des größten Krieges der Menschheitsgeschichte, bei dem 70 bis 85 Millionen Menschen getötet wurden. Wir gedenken an die Opfer des Holocaust, des schändlichsten Massakers an Jüdinnen, Sinti, Roma, queere Menschen, Menschen mit Behinderung, politische Gegner und andere Minderheiten. Sie wurden alle systematisch verfolgt und ermordet. Heute feiern wir den Sieg über Deutschland unter der faschistischen Herrschaft und Hitlers Nationalsozialismus. Bedeutet aber unsere heutige Präsenz hier an diesem Ort, dass Deutschland und die europäische sowie die weltweite Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg sich wirklich grundlegend verändert hat? Setzen sich die Politiker heute auf der Welt dafür ein, dass alle Menschen in Frieden und in Sicherheit leben können? Gibt es keinen Faschismus und keinen Rassismus mehr? Bedeutet das, dass die Menschen aus ihrer Vergangenheit und aus ihren Erfahrungen gelernt haben? Bedeutet das, dass die Gleichgültigkeit und Ignoranz gegenüber dem Schmerz und Leid von vielen Millionen Menschen, die jetzt in Kriege verwickelt sind, abgenommen hat und die Mächtigen jetzt mehr human geworden sind? Ist unsere Anwesenheit an diesem Ort heute anlässlich des Sieges über den Faschismus eine dauerhafte Warnung, dass wir niemals zulassen werden, dass ein Einzelner oder eine Gruppe aufgrund religiöser, ideologischer, rassistischer oder nationaler Unterschiede unterdrückt und festgenommen werden und getötet wird? Es gibt immer noch politische Gefangene hier und weltweit.
konnten die Bemühungen und das Eingreifen unserer antifaschistischen, antirassistischen und antikriegsfeindlichen Kräfte der Vereinten Nationen, der Europäischen Union verhindern, dass Diktatoren sowie nationale und religiöse Faschisten in anderen Ländern in anderen Ländern Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit begehen? Angesichts der anhaltenden Repression, Kriege und Besetzung müssen wir uns mehr denn je mit diesem Phänomen befassen und darüber sprechen. Es darf keine Kriege mehr geben, kein Faschismus, kein Rassismus. Dennoch kommt es immer noch zu Kriege. Deshalb ist für mich wichtig und für uns, glaube ich, alle, dass der 8. Mai landesweit zum Feiertag werden muss. Was hat der Iran mit dieser Zeit zu tun? Nicht nur Europa, sondern auch die Geschichte Irans ist mit dem Faschismus und Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs verbunden. Das iranische Regime hatte eine gute politische und wirtschaftliche Beziehung zu der deutschen Regierung 1920. In den 30er Jahren wurden viele Verträge für den Bau einer landesweiten Eisenbahnlinie vom Süden in den Norden Irans und die Errichtung wichtiger Eisen- und Stahlhütten zwischen den Regierungen Irans und Deutschland unterzeichnet. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs protestierten aber mächtige Länder wie die Sowjetunion und der Vereinigte Königreich gegen diese Beziehung zwischen Iran und Deutschland. Schließlich wurde der Iran vom Vereinten Königreich und der Sowjetunion besetzt und der König von Iran wurde dann nach Südafrika verbannt. Während dieses Krieges und der Besatzung starben mehr als 5 Millionen Menschen im Iran an Krankheiten, Hunger und die genaue Zahl der militärischen Opfer ist unbekannt. Wie viele Länder der Welt stehen auch uns, auch hier heute im Iran und seit 45 Jahren für uns die Aufgabe, gegen einem religiös-faschistischen Regime, was wir stürzen wollen, was die Menschen im Iran stürzen wollen. Die Islamische Republik Iran ist seit 45 Jahren an der Macht und unterdrückt und tötet Menschen, die anders denken. Sie verhaftet Demonstranten, foltert sie, exekutiert sie im Gefängnis. Allein bei den letzten Protesten in den letzten 2 Jahren wurden mehr als 1050 Menschen auf den Straßen getötet. Über 20.000 Demonstranten festgenommen und sitzen immer noch im Gefängnis. Im Jahr 2023 gab es 850 Hinrichtungen und seit Januar bis heute über 171 Menschen wurden hingerichtet. Da wir heute in einer globalisierten Welt leben, ist es eine Tatsache, dass kein Land der Welt solche Kämpfe mehr alleine erfolgreich führen kann. Deshalb ist internationale Solidarität und unsere anhaltende Solidarität hier in Münster von großer Bedeutung. Wie können wir diese Bewegung im Iran unterstützen? Wir haben jeden ersten Samstag sind wir an der Stubengasse und haben unsere Kundgebungen von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Da könntet ihr hinkommen. Wir brauchen Solidarität und Unterstützung, damit die Menschen im Iran selber die Möglichkeit bekommen, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Wir lehnen jeden Krieg und jede militärische Intervention im Iran ab und kritisieren sie. Wir wollen, dass die Regierung aufhören, den Staatsterrorismus, das im Iran herrschende religiöse, faschistische System zu unterstützen. Deshalb müssen wir Druck auf die Bundesregierung ausüben. Abgeordnete anschreiben könnte man tun. Lehrer und Lehrerinnen könnten die Kämpfe der Bewegung und Lehrer und Schüler in Universitäten unterstützen. Die Arbeiter und Mitglieder von Gewerkschaften könnten sie die Kämpfe der Arbeiter im Iran unterstützen. Umweltaktivisten könnten die iranischen Studentinnen und Umweltaktivistinnen unterstützen. Die Wahlen in Deutschland stehen vor der Tür. Wählen Sie diejenigen als Vertreter, die für Menschenrechte sind und aufmerksam machen. Leider ist wie nie wieder Faschismus zu Faschismus in Anzug im Bundestag geworden. Wir müssen uns für einen gemeinsamen, aktiven Widerstand gegen alle Arten von Faschismus und Krieg lautstark aussprechen. Unabhängig von Flagge,
Religion und Ideologie, sei es der Krieg in Ukraine, in Israel, in Palästina oder anderswo. Und wir alle sollten wissen, dass Schweigen politisch ist. Schweigen ist politisch. Wer heute schweigt, ist Komplize. Die Menschheit ist wichtig und wir sollten nicht gleichgültig durch die Welt gehen. Man kann keinen Frieden schaffen, man muss ihn sein. Krieg wird niemals zum wahren Frieden führen. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch, sagt die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Hoch die internationale Solidarität. Dankeschön.